entscheiden. Einen, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Oh, was ist mit dir los? Oh, große Güte. Ja. Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Okay, ja, ich gucke, ich gehe schon nach unten. Sollen wir durch die Decke oder wo sollen wir hin? Okay, hier. Männertoilette. Ich wollte nicht. Sorry. Wir ein bisschen Chaos machen. Das ist Wahnsinn! Wenn das wer mitkriegt, sind wir tot! Pass auf, Aiden. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Such ein Büro. Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheichs. Und achte auf die Wachen und die Überwachungskameras. Ich will mit ihnen da vielleicht hingehen. Wie bringt das was? Kommen wir durch? Nee, können wir nicht. Okay, vielleicht die Treppen hoch an den ersten Stock. Da wollen wir hin. Wahrscheinlich geht die Treppe hoch. Das ist doch ein Porträt. Das ist das Richtige. Was machst du denn? Jetzt such das Büro mit dem Porträt des Scheichs. Du bist ja schon. Beeil dich. Mir geht es langsam richtig schlecht. Ich finde nicht, dass es hier schlecht geht, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie man raus, wie ich hier rauskomme aus dem, wie komme ich aus dem Scheißkörper raus? Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Wahrscheinlich am Schreibtisch. Am Schreibtisch, denke ich. Hier. Hier könnte ein Schalter sein. Oh, ein Schalter. Wie klauen einfach mit der Hand des Scheichs. Die Sachen aus seinem Tresor.
Es geht nur um die eine Akte hier. Okay, nicht bewegen. Ach Scheiße, damn Events. Wo ist sie blutet, ja? Wo ist die Nase? Scheiße. Wird sie schaffen? Muss ja auch mal ein Mädchenklo oder was? Oh nein, die Papiere. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Viel Glück. Scheiße, Mann. Ich muss irgendwie aufhalten. Die Papiere. Daraus. Scheiß mal, wo ist sie hin? Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut, ja, wir gehen. Freischalte die Besitzergräfin des Spionen. Okay. Mission abgeschlossen. Okay, 98%. Mission abgeschlossen, Besitz ergriffen. Und jetzt gehen wir ohne Besitz ergreifen. Ah ja, ohne den. Wir hätten auch hochstehen können und das ohne den Scheich zu machen. Okay, gibt es einen unentdeckten Weg? Mission abgeschlossen, nur mit Scheich. Okay. 16%. Die Party. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jolie, du bettest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach tief Luft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Geiles Geschenk für eine. Alles wird gut gehen. Kinderparty. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Kommt bestimmt zur Bahn. Welches 10- oder 11-jährige Kind. Lies nicht gerne Edgar Allan Poe.
Hier Spielstörung. Hey, Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Na gut, ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Was ist denn hier? Das ist doch... Ach, wurde auch Zeit, dass ich... Jody ist doch... So Jody ist... Vielleicht, hey Leute, vielleicht 12? Die sind doch eher 15, 16. Einheit 4. Die paranormale Abteilung. Die anderen sind doch auch was treibst du da? 15, 16. Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Partytime! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Was treibt sie hier? Du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Sind doch deutlich älter als sie. Okay, die Musik. In der Küche wohl kaum. Ah, hier. Wo bleibt die Musik? Bin dabei. Oder so. Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Okay, wollen wir es dazu setzen? Meine oder? Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins. Wisst ihr was? Ja, klar. Rebellisch. Hey, verschluck dich nicht. Was hat der Alte davon? Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Versuch nur cool zu sein. Und nichts zu machen. Hinsetzen. Und zuschauen. Ja. Was anderes kann die hier irgendwie nicht wirklich. Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Klar, wirst du bestimmt noch, wenn wir uns dort begegnet wären. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? New York. Mann, ich liebe New York. Ist der Wahnsinn. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Nichts Spezielles. Ich lese viel. Langweilig. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt Nein. oder so. Oh. Nein, ist okay. Okay. Was langsames? Willst du mit mir tanzen? Auf gar keinen Fall.
Ich kann das wirklich nicht. Schon okay. Ich kenne das auch nicht so richtig gut, also. Dieser schmierige Typ. Er hat doch Nein gesagt. Er hat gesagt, ich kann es nicht gut. Aber okay. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber ist echt hübsch, weißt du? Danke. Ist nicht wie die anderen, ich meine, da ist was wirklich Besonderes an dir. Danke. Du kennst mich doch gar nicht. Vielleicht hat er gute Absichten, aber ich weiß nicht. Oh nein, 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 nein. Nein. Ja. Danke für den Tanz, Matt, aber ich werde wohl passen. Vielleicht hat er gutes vor, ja. Leute, Leute, warum gibt Jodie uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Bestimmt eine super Idee. Nein. Das ist die Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jodie. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jodie. Dann zeig doch mal was. Nein. Das machen wir nicht. Nein, nein, nein. Ich kann nichts Besonderes. Ich hab's doch gesagt, alles Blödsinn. Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Sie ist ja auch so eine, ich weiß nicht. Obwohl, der Kuchen hat Zeit, ich mach erst Geschenke auf. Das Geschenk wird trocken, Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein Drink, genau was ich wollte. Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Es riecht scheußlich. Das ist echt ein Dichtband von Edgar Allan Poe. Wer mag das nicht? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Undankbar. Und sie muss doch nicht so undankbar sein. Bagert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh! Und wer hat hier versucht? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Oh, oh. Das ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Ach du Scheiße. Irgendwas mit ihr machen. Kreis. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Macht sie euch. Ach du Scheiße. Das läuft ja sehr gut. Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit, bring uns deine mächtige Magie. Oh. Klappt ja sehr gut. Bitte, bitte, lass mich das raus. Ich schon, als ich vorhin reinkam. Ich bitte euch, bitte lass mich raus. Bitte. Gibt's nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus. Bitte, lass mich raus. Ich bitte euch, bitte lass mich raus. Oh Mann, die Arme. Und diese Drecksäcke. Hol mich hier raus. Bitte. Mach ich sofort. Nochmal hier rein. Und hier was. Nein, können wir nicht. Wie schade. Sollen die Musik ausstellen? Nee, kann man nicht. Schade.
retten. Ich ersticke. Ja. Bin schon da. Guck noch meine Optionen. Ach komm, lass uns gehen. Was so ist. Wir geben uns nicht auf deren Niveau. Das ist nicht wert, Rache zu nehmen. Ungerührt. Errungenschaft. Okay. Nicht betrunken. Na, besser so. Matt weggestoßen, Haus früh verlassen. Kräft verheimlicht und zwei entdeckte Wege. Okay. 24% haben wir Haus früh verlassen. Wahrscheinlich hätten wir noch Rache nehmen können und dann hätten wir das noch später. Und dann gab es noch Racheweg und noch irgendwas anderes. Nur Matt gefeiert hätten wahrscheinlich. Ja. Erste Besprechung. Okay. Lass das rein. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Ja. Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geht's gut. Ich warte hier, Chef. Können wir klopfen? Ne, können wir nicht. Nur ein bisschen Ärger machen. Jody, er wartet auf dich. Drüben ist aber noch eine Tür. Ich will nicht, hier ist ein Punkt. Ich will. Tja, dann halt nicht. Aha. Na los, geh zu ihm. Dann können wir wechseln. So hier. Und dann gehen wir mal durch die Tür nach draußen. Können wir nicht. Hallo, Jody. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Okay. Ich schaue mich erstmal um. Gibt's nicht viel zum Umschauen. Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Das hier nicht.
Ja, Steuerung. Dumme Maussteuerung. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Du kannst dich setzen, wenn du willst. Na gut, setzen wir uns. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Judy? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Zumindest ein bisschen. Das kleine Mädchen halt. Ist er ein Geist? Naja, weiß nicht. Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn für mich malen? Das war ja sehr kooperativ. Na, ja. Und hier. Ungefähr. Stört's dich, wenn ich's ansehe? Also, dieses Ding ist ein Freund und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Naja, macht nichts. Vielleicht später, wenn wir uns alle schon ein bisschen besser kennen, okay? Und hat er das da auch gemacht? Nein. Es waren die Monster. Oh, sie spricht. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr das spielen sollte. Ich habe so ein bisschen eher so awkward im ersten Moment, so die erste Begegnung ist so, ja, was soll man machen? Gezeichnet, Kräfte nicht gezeigt. Ja, als ob das so im ersten Gespräch so, was will der Mann von mir?